Wo ist es denn? Da hinten? Hey, das ist Datenbankpunkte, da sind wir da. Okay. Sollen wir es einfallen lassen? Super. Das Reishorn ist das, was da hinten ist. Wenn ich dem zu nahe komme, haut's ab. Okay, das ist so weit weg. Muss ich meine Tarnung aktivieren? Oder ich muss mich einfach lang genug tarnen. Oder ruhig verhalten, bis das hier vorbeikommt. Wir machen es einfach mal aus. Nee. Es ist so, als wenn die mich riechen würden oder so. Das Problem ist, ich komme ja auch nie so nah ran an das Teil. Schwachstelle stark gegen... Toll, jetzt ist es weg. Nee, da kommt es wieder. Oder zumindest die Lanzenhörner. Das ist alles abnehmbar. Kettenreaktion mit Eis. Ich habe aber nichts mit Eis, außer die. Ich
Ja, und weg ist es. Weg kann ich auch nie markieren, weil das Viech hat keinen. Die Maschine sieht mich. Kann ich so weit runter zielen. Da hat sich was ins. Ah, jetzt. Teil mag. Hat das nicht Lohbehälter am Arsch hängen? Na also. Ach, jetzt ist es an mir vorbeigerannt. Ernsthaft, ich treffe das Teil nicht? Okay, dann wollen wir halt eben kämpfen. Ist ja nix. Ah, warte mal, ich hab dem einen Lanzenhorn doch was abgeschossen, ne? Kann ich das verwenden? Na komm! Scheiße, und weg ist es. Ah, wieder da unten. Sind das hier hochgelaufen?
Vielleicht ja so. Oh Mann, ich depp, ich lausche auch noch selber in meine eigene Falle rein. So, dann wollen wir mal ein bisschen scheuchen gehen. Jetzt sind die da unten. So, wo genau ist jetzt mein Ziel? So scheiße. Hier ist es anscheinend nicht mehr. Ah, es ist. Ein Reißer an das Feuerspalt. Ich glaube, ich habe Larens Freund gefunden. Ich muss es erledigen. Och nein, ernsthaft? Aber ich hab's doch gerade gehabt. Und das war so gut. Mit meinem Reittierchen war das so gut. Hoffentlich ist das jetzt noch kaputt. Ist doch kaputt. Das sollte genug Beute für Larens Rüstung sein. Ich muss ihn nur noch ins Lager bringen. Ich hab's geknackt, den Scheiß. Kack. Putzi. Aber wundert mich eigentlich, dass es da umgefallen ist. Okay. Warte mal, der war doch da oben, oder? Ja, hier ist er. Hier hast du das Reißhorn. Zumindest das meiste davon. Ja, das ist es. Damit wird meine Rüstung absolut herausragen. Es sei denn, vielleicht könnte ich... Du solltest bald mal anfangen, oder? Du hast recht. Es wird keine perfekte Rüstung, wenn ich sie nie schmiede. Danke, Aloy. Vielleicht kommst du wieder her, wenn Keruf da ist. Wenn ich den Preis gewinne. Ich versuch's. Aloy, suchst du nach ein paar Beuteteilen? Nein, einer neuen Rüstung, und zwar die Mega ist. Ja, schön. Den Tipp kannte ich tatsächlich schon. das geht hier auch noch nicht. Ich hatte gesagt, wir machen hier oben.
Wir machen das Lager dem Erdboden gleich. Ja genau, erstmal da runter, wunderbar. Nur die Frage, ob ich da einfach so hinkomme. Schnell da nah dran gewesen. Ich muss mal kurz weg. Ich dachte nicht, dass da gleich Leute um die Ecke rumstehen. Du stehst den Weg. Ah, da komme ich hoch. Das ist wohl noch eine Hütte, oder? Oh, warte mal. Gibt's doch nicht. Ach, Wichser. Ach, komm. Voll ins Gesicht. Jawohl. Na. Wer schießt denn jetzt noch? Okay, ich brauche definitiv einen Scharfschussbogen. Weil der hier geht einfach nicht weit genug. Keine Chance, ich krieg den nicht. Muss da näher ran. Aber wichtig war auf jeden Fall erstmal den die Maschinen auszuschalten. Wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht ausgeht, mein Freund, wenn du näher kommst. Und der tut es auch. Begeistert.
Plopp, tschabub, kaputt. Da ist einer, da hinten ist einer. Da steht einer. Aber hier oben sind keine. Machen wir das doch von oben platt, oder? Ich will diese Wand hochklettern. Vielleicht komme ich so ins Lager. Ah, da sind was. Wir müssen doch ein bisschen meinen Sniperbogen aus dem ersten Teil. Der war mega. Ich genauso wie du. Okay, du stehst auf der Seite. Die sind zu weit weg. Ja, klasse. Wow, aus dem Laufen. Volle Konzentration hier. Wenn man Sneaky nie machen kann, muss man es halt eben auf die harte Tour machen. Jetzt sind wir unten. Warte, wo ist der nächste? Ja, die kommen hier ran. Ah, alles Headshots, ey, jetzt geht's rund hier. Was meint ihr? Was plant der Feind? Da oben steht noch einer, da hinten ist noch jemand. Schön für dich. Sieh mal einer an. Oh komm mal, ich muss mit dem ganzen Ding über. Oh Mann. Ich kann nicht rennen. Wow. B
Okay, ich räume das hier später leer. Das dauert mir jetzt irgendwie zu lang mit dem Riesenteil hier. Ah, geht nichts mehr schließen, meine Gute. War da drüben einer hier? Jawohl, geilo Madigo, Mann. Einmal rein und richtig Bums, Karum. Kann man Lohn kaputt machen. Getreue Tenakt, hört mich an. Man sagte mir, ein Soldat dieses Lagers habe einen der Söhne des Prometheus zum Streit provoziert. Ihr solltet lieber nicht vergessen, dass unsere Verbündeten uns die Maschinen liefern, auf denen wir zum Ruhm reiten werden. Der nächste Narr, der sich mit ihnen anlegt, wird ausgeweidet und wie Aas in die Wüste geworfen. Es gibt keine zweite Warnung. Wird das genügen? Ja, das sollte verhindern, dass deine Leute mit meinen aneinander geraten. Ich danke dir, Regala. Möge unser Weg zum Sieg führen. Regala arbeitet also nicht allein. Diese Söhne des Prometheus gaben ihr die Mittel zur Überbrückung von Maschinen. Aha. Ja, okay, das sind Lohnbehälter, ne? Aus, als wollten sie einen Lohe-Vorrat anlegen. Genug, um etwas Großes zu sprengen. Eine Karte des Schreckens. Mit allen Bewegungen von und nach Fahrlicht. Die Schwachpunkte der Festung sind markiert. Sie werden Fahrlicht sprengen. In das Loch wird eine ganze Armee reinpassen. Regala plant also, das Sonnenreich anzugreifen. Sofern sie eine ausreichend große Armee aufstellen kann. Ich muss diese Lohe vernichten. Welche Lohe jetzt auf einmal? Kann ich aus dem Vorrat nehmen, wenn ich es brauche. Ja gut, egal. Ich hol mir jetzt erst noch mal die ganzen Sachen hier. Ich muss jede Lohe, die herumliegt, loswerden. Ah, okay. Vorher hole ich mir aber noch den Vorrat. Alles Gewächse. Gibt es noch mal einen, den man plündern kann? Anderes hier drüben. Okay. Ich muss die Lohe in die Luft jagen. Fahrlicht zuliebe. So, für die Doku hier im Tunnel hier drinne, hier unten. Ich sollte nach weiteren Rebellenlagern Ausschau halten und verhindern, dass sie Ärger machen. Da gehe ich mal noch nicht rein. Ich mache erstmal diese Quest hier fertig. Damit sie den Rebellen nicht beim Mord an ihrem eigenen Volk helfen. Ganz zu schweigen von den Kaja.